Brille noch polieren. Und ein Schlückchen Kaffee. Ist noch heiß. Hallo, seid gegrüßt. Ich bin der Uwe und heute gibt's ein neues Video für das Gaming-Magazin Play Experience. Und diesmal geht's um dieses kleine Teil. Es ist das JBL Quantum Stream, ein USB-Kondensatormikrofon von ja, JBL. JBL ist euch sicherlich bekannt durch Bluetooth-Lautsprecher, Lautsprecherlösungen im Allgemeinen. Aber JBL hat jetzt unter der Quantum-Reihe auch diverse Gaming-Produkte produziert und unter anderem eben dieses USB-Mikrofon. Und das möchte ich euch heute mal vorstellen. In der Packung des JBL Quantum Stream ist nicht allzu viel enthalten. Ihr habt natürlich das Mikrofon, dann habt ihr einen Standfuß aus Metall, der auch ein kleines Kugelgelenk hat und den könnt ihr natürlich auch demontieren, wenn ihr das Mikrofon an einem Stativ oder Schwenkarm befestigen wollt. Außerdem gibt es eine Bedienungsanleitung und ein 1,80 Meter langes Kabel. Aber mehr braucht ihr eigentlich auch nicht, denn das JBL Quantum Stream ist ein typisches USB-Mikrofon, also eine ja, praktische Plug-and-Play-Lösung. Anschließen und gleich loslegen. Das Design des Quantum Stream erinnert an typische Mikrofone. Ihr habt einen zylindrischen Körper. In den oberen zwei Dritteln dieses Metallgehäuses ist eine Fräsung, also Öffnungen sind hier enthalten, um einfach die Schallwellen zu den Mikrofonkapseln zu leiten. Ja, es sind zwei Mikrofonkapseln, warum erkläre ich euch aber gleich noch. Im unteren Teil habt ihr dann hier einen großen Bedienknopf und oben auf der Oberfläche gibt es ein Touchfeld, mit dem ihr das Mikrofon stumm schalten könnt. Ansonsten nichts Besonderes, jetzt kein sehr herausstechendes Merkmal im Design. Man hat sich auch etwas bei anderen Herstellern bedient und einfach mal ein bisschen Technik abgeschaut. Ist aber auch gar nicht schlimm. Mikrofon ist jetzt kein Zauberkunstwerk oder irgendetwas ganz Besonderes an Technik. Das ist meistens Standard, was hier so verbaut ist. Und viele Hersteller nutzen auch dieselben Komponenten. Dann habt ihr natürlich, wie schon angesprochen, hier unten einen Standfuß. Den kann man auch abdrehen. Und im unteren Teil des Mikrofons habt ihr dann hier ein 5/8 Zoll Gewinde. Damit könnt ihr zum Beispiel das Mikrofon an einem Stativ oder auch an einem Schwenkarm befestigen. Außerdem habt ihr hier einen USB-C-Anschluss. Damit wird das Kabel dann verbunden. Und es gibt einen Klinkenausgang 3,5 mm, um dort zum Beispiel den Kopfhörer anzuschließen. Denn das Mikrofon ist, wie jedes USB-Mikrofon, auch als externe Soundkarte zu benutzen. Das heißt, euren Spielsound und eure eigene Stimme könnt ihr hier dann abhören. Der Standfuß selbst ist etwas variabel gestaltet. Den kann man umbauen. Ihr könnt also das Kugelgelenk entweder nach oben oder unten zeigen lassen. Außerdem ist sehr praktisch das Kugelgelenk auch durch eine Federspannung hier einstellbar. Und was ich ganz vergessen habe, das Quantum Stream ist auch beleuchtet. Hier unten ist ein LED-Ring eingebaut, den ich euch aber auch gleich noch vorführe. Angeschlossen ist das JBL Quantum Stream übrigens in wenigen Sekunden, denn ihr habt dank USB-C und USB-A eigentlich keine Möglichkeit, da viel falsch zu machen. Außerdem ist es kompatibel mit PlayStation 4, PlayStation 5 und auch mit Nintendo Switch und Mac. Wie das an diesen Geräten funktioniert, kann ich euch aber nicht sagen, denn ich benutze es nur am PC. Wie schon angesprochen, stecken im Quantum Stream zwei Mikrofonkapseln und die könnt ihr mit dem großen Schalter hier vorne umschalten. Dann habt ihr auch zwei verschiedene Richtcharakteristiken zur Verfügung. Einmal gibt es die sogenannte Nierencharakteristik und die ist ideal für Sprachaufnahmen aus der Front und nimmt daher weniger aus der Rückseite des Mikrofons auf und verhindert so störende Nebengeräusche. Außerdem gibt es hier eine Kugelcharakteristik, die, sagt schon der Name aus, im 360-Grad-Bereich des Mikrofons aufnimmt, also vorne und hinten. Zwei Mikrofonkapseln, die also dann den gesamten Raum und die Umgebung des Mikrofons erfassen. Das ist ideal, wenn ihr zum Beispiel mit Freunden ein Gespräch führt oder zum Beispiel einen Podcast mit jemandem schnell aufzeichnen wollt. Wirklich sehr praktisch. Oder vielleicht auch zum Beispiel, um Umgebungsgeräusche aufzunehmen, wenn ihr, keine Ahnung, für euer nächstes Spiel einfach mal ein paar Sounds aus dem Wald braucht. Die Kapseln nehmen in einem Frequenzbereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz auf, also Standardeinstellung eigentlich. Und es gibt eine Abtastrate von maximal 96 Kilohertz. Ihr könnt aber auch 44,1 oder 48 Kilohertz einstellen.
Außerdem wird hier entweder mit einer Auflösung von 16-Bit oder 24-Bit aufgenommen. Das könnt ihr dann auch im System einstellen. Ich habe euch ja schon gezeigt, dass man hier oben das Mikrofon muten kann. Und wenn ihr das tut, dann schaltet sich auch die Beleuchtung um. Hier habe ich mal einen kleinen pulsierenden Effekt eingefügt. Man kann auch andere Effekte erzeugen. Zeige ich euch gleich noch in der Software. Und außerdem gibt es natürlich hier vorne diesen großen Drehknopf. Der hat gleich mehrere Funktionen. Einmal könnt ihr natürlich, wie schon gesagt, die Aufnahmemodi umschalten, also die Richtcharakteristiken. Und ihr könnt auch die Lautstärke des Kopfhörerausgangs einstellen oder auch die Empfindlichkeit des Mikrofons, also die, ja, den Gain sozusagen, die Aufnahmelautstärke des Mikrofons bestimmen. Das funktioniert auch wirklich ziemlich einfach. Wenn ihr hier auf den Knopf drückt, schaltet ihr die Lautstärkeeinstellung um, und wenn ihr den Knopf gedrückt haltet, dann schaltet ihr die Aufnahmeeinstellung um. Das wird euch auch praktischerweise hier unten durch eine kleine LED mit einem Symbol angezeigt. Natürlich müsst ihr das Quantum Stream nicht mit Software benutzen. Ihr könnt es auch einfach nur an den Rechner anschließen und gleich loslegen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, hat JBL mit der Software wirklich ein gutes Stück Technik geliefert, und das möchte ich euch auch natürlich kurz mal vorstellen. Zum einen habt ihr natürlich Einstellungen für die Lautstärke. Ihr könnt auch hier den Mikrofonpegel anpassen. Ihr könnt die Mikrofonlautstärke und auch die Kopfhörerlautstärke hier in der Software einstellen. Das ist alles kein Problem. Ihr könnt zum Beispiel auch den Mikrofonpegel anzeigen lassen. Und ihr könnt den Mikrofonpegel sogar per LED-Anzeige anzeigen lassen. Auch hier in der Software könnt ihr natürlich die Richtcharakteristiken umschalten oder auch die Beleuchtung an- und ausschalten. Praktisch ist aber auch, dass ihr hier eine Aufnahmefunktion habt, mit der ihr euer Mikrofon testen könnt, und zwar die Einstellung des Equalizers. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr praktische Geschichte. Das sollte eigentlich mittlerweile in jeder Software für ein USB-Mikrofon vorhanden sein. Jedes USB-Mikrofon sollte diese Einstellung zumindest bieten, dass man hier einfach den Sound seiner Aufnahmen bzw. die Aufnahme Einstellungen in den Frequenzen etwas anpassen kann. Hier habt ihr einen 5-Band Equalizer, und hier könnt ihr wirklich genug einstellen, um einfach eure Stimmfarbe etwas zu formen, und das finde ich sehr, sehr praktisch, und das sollte einfach jedes Mikrofon bieten. Natürlich habt ihr auch die Einstellung für die Beleuchtung, und hier sind zum Beispiel festgelegt einmal die Helligkeit. Außerdem könnt ihr hier die Beleuchtung festlegen für die Stummschaltung und die Aktiveinstellung. Und ich zeige euch mal auch mit dem Mikrofonpegel. Wenn ich also zu laut spreche, hier zum Beispiel sieht man es, wenn ich sehr laut spreche, dann leuchtet das hier unten rot, weil einfach der Pegel viel zu hoch ist. Das heißt, man kann schon auch ein bisschen daran ablesen, nimmt das Mikrofon gerade zu laut auf. Wirklich praktisch und eine schöne Einstellung. Hi! Jetzt machen wir rotes Licht. Außerdem könnt ihr praktischerweise auch verschiedene Effekte einstellen. Ihr könnt zum Beispiel das Tempo selbst definieren, mit dem Beleuchtung arbeitet, wenn ihr einen Effekt einfügt. Das machen wir mal hier. Hier können wir zum Beispiel eine blaue Beleuchtung wählen, und ihr könnt einen pulsierenden Effekt wählen oder eine Welle, eine Drehung, diverse Effekte. Ist jetzt nicht riesengroß, was euch da geboten wird, aber völlig ausreichend, wie ich finde. Und das Tolle ist, wenn ich will, kann ich hier auch noch einen weiteren Effekt hinzufügen. Zum Beispiel ein gelbes Licht mit einem Dreheffekt. Das kann man dann so timen, dass das eben ja wie ein kleines Effektfeuerwerk abläuft. So kann man es vielleicht besser sehen. Ja, ist nett gemacht. Und wenn man da ein bisschen mit rumspielen möchte, ist das natürlich eine schöne Sache. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ich brauche auch nicht unbedingt Beleuchtung an einem Mikrofon, aber wer das haben will, für den ist es einfach ein nice to have, wie ich finde. Zusätzlich gibt es in der Software natürlich auch noch die Möglichkeit, auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, oder praktischerweise gibt es auch hier einen FAQ und auch ein Benutzerhandbuch. Das heißt, wenn das mal weg ist oder ihr keine Hilfe im Internet findet, dann vielleicht in der Software. Finde ich sehr praktisch gemacht, hat man auf alle Fälle mitgedacht, was das angeht. Praktisch ist außerdem, dass ihr in der Software auch selber Benutzerprofile anlegen könnt, und es gibt auch schon diverse Voreinstellungen, die ihr auswählen könnt für den Equalizer. Und den Sound, den will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. So, ich habe die Kamera mal ein bisschen umgebaut. Hallo, könnt ihr mich hören? Das Mikrofon steht hier vor mir auf dem Tisch. Dieses hier. Und ich habe hier einen kleinen Aufnahmetext geschrieben, um euch einfach ein bisschen die Aufnahmesituation zu verdeutlichen. Ja. Guten Tag.
Test, Test, 1, 2, 3. Dies ist eine Testaufnahme mit dem JBL Quantum Stream. Der Pegel des Mikrofons steht auf 50%. Ich spreche hier im vorgesehenen Aufnahmebereich in etwa 40 cm Entfernung in das Mikrofon. Es steht vor mir auf dem Tisch. Test, Test, 1, 2, 3. Ich simuliere nun Störgeräusche mit meiner Tastatur. Eingestellt ist übrigens die Nierenrichtcharakteristik. Nun spreche ich im Nahbereich von etwa 5 cm in das Mikrofon. Test, Test, 1, 2, 3. Plosivlaute, Test. Peter und Paul posen zu bayerischer Popmusik. In einer Entfernung von etwa 20 cm klingt das Mikrofon so. 1, 2, 3. Plosivlaute, Test. Peter und Paul posen zu bayerischer Popmusik. Ihr hört schon, die Soundqualität ist recht gut, sehr, ja, mitten- und höhenbetont. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt den Equalizer auf wirklich flat gestellt habe und gleich werde ich mal ein paar Equalizer-Einstellungen durchprobieren. Ich möchte euch aber natürlich auch noch die Richtcharakteristik Kugel vorführen. Dazu schalte ich hier mal um und dann hört ihr, klingt es auch gleich ganz anders. Und wenn ich das Mikrofon drehe, dann kann ich auch von hinten in das Mikrofon sprechen. Es klingt allerdings nicht genauso, als wenn ich frontal ins Mikrofon reinspreche. Hier hört ihr aber einfach den Raum mit, ja. Und da es halt ein Kondensatormikrofon ist, habt ihr halt hier auch eine deutliche, räumlichere Aufnahme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test, Test. Hallo! Ihr habt aber jetzt natürlich schon gehört, je dichter das Mikrofon an meinem Mund ist, umso besser ist es. Und dann könnt ihr auch den Pegel weiter runterdrehen, denn selbst wenn es hier vor mir auf dem Tisch steht, dann habt ihr einfach sehr viel Raum. Mein Raum ist jetzt halt auch nicht besonders isoliert und deswegen wird hier halt auch der Raumschall mit aufgenommen. Wenn ihr natürlich hier eine gute Isolierung habt, wenn ihr einfach die Möglichkeit habt, hier Schaummatten anzubringen oder halt andere geräuschabsorbierenden Materialien, dann klingt das ganz anders. Allerdings muss man trotzdem sagen, ist es immer besser, das Mikrofon möglichst auch am Mund zu haben oder an der Geräuschquelle so dicht wie möglich. Und dafür ist es natürlich ideal, wenn man es vielleicht an einem Schwenkarm montiert und das ist natürlich auch möglich. Was ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, dass wenn ich das Mikrofon anfasse, habt ihr viele, ja, Vibrationen, die sich auf das Mikrofon bzw. auf die Mikrofonkapsel übertragen. Na, wenn ich das Mikrofon berühre oder auch wenn ich den Tisch berühre, steht jetzt auf dem Tisch und alle Vibrationen des Tisches werden an das Mikrofon übertragen und deswegen ist das eigentlich sehr unpraktisch. Finde ich nicht so gut, weil gerade wenn man ein Mikrofon entwickelt, was mit einem Standfuß geliefert werden soll, dann finde ich, muss irgendwie eine Entkopplung eingebaut werden. Und das ist halt hier nicht der Fall. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wenn ich zum Beispiel mal hier den Bass ein bisschen hochdrehe und die Mitten ein bisschen raus, hier gehen wir noch ein bisschen Höhe rein, dann klingt das schon ganz anders, also viel wärmer. Und das ist halt einfach die praktische Sache an diesem Equalizer. Ihr habt ein Mikrofon, das ja flach ziemlich neutral klingt, also schon die Stimme sehr natürlich wiedergibt, obwohl ich finde, dass es ein bisschen stark im Höhen- und Mittenbereich immer noch betont. Aber ich kann zum Beispiel hier auch verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel, das hier ist die Konferenzeinstellung. Da sind die Höhen stark betönt. Die Höhen sind betönt. Hallo, 1, 2, 3, Test, Test. Dann gibt es hier die Mic Boost Einstellung. Hier ist der Bass stark hochgedreht. Die Mitten sind runter und die Höhen sind wieder hochgedreht. 1, 2, 3, Test, Test. Hallo. Dann gibt es eine spezielle Streaming-Einstellung. Hier ist der Mittenbereich stärker betont und der Bassbereich und die Höhen sind ganz raus. Guten Tag, 1, 2, 3, Test, Test. Und es gibt nochmal eine Studio-Einstellung. Ich persönlich bevorzuge eher die Flat-Einstellung bzw. die Einstellung hier mit ein bisschen Bass hochgedreht. So,
ein bisschen die Höhen, einfach ein bisschen Präsenz noch rein. Diese Einstellung mag ich ganz gerne, weil sie ist gut und klar und schön verständlich und sie gibt trotzdem einen schönen Bass mit in die Stimme hinein. 1, 2, 3, Test, Test. Die graue Welt macht keine Freude mehr. Ich gab den schönsten Sommer her und dir hat's auch kein Glück gebracht, nicht wahr? Hast nur den roten Mund noch aufgespart, für mich so tief im Hafer ward. So, wie ihr auch hört, die Plosivlaute, die sind okay. Also der eingebaute Popfilter, der macht seinen Job, aber nicht besonders gut. Also ein kleiner zusätzlicher Popfilter ist sicherlich ganz praktisch. Oder man spricht ein bisschen am Mikrofon vorbei, so wie ich das jetzt tue. Hallo, guten Tag, gar kein Problem. Und etwas geübtes Sprechen, das kann man damit dann auch ein bisschen probieren. Also grundsätzlich ist der Sound okay, die Einstellungen können aber einfach noch viel mehr rausholen. Grundsätzlich lässt sich also über das JBL Quantum Stream sagen, dass es ein sehr kompaktes, aber auch sehr robustes und gut verarbeitetes USB-Mikrofon ist, mit zwei Aufnahmemodi, also zwei Richtcharakteristiken und praktischen Bedienelementen, die alle auch sehr gut funktionieren. Schön finde ich natürlich einfach die Software, mit der ihr viele Möglichkeiten habt, auch die Stimmfarbe und Formung einfach ein bisschen einzustellen. Wirklich sehr, sehr praktisch gemacht und sollte mittlerweile Standard sein. Ihr habt einen sehr neutralen Sound, der ja schon ein bisschen stark in Mitten und Höhen geht, aber eben durch die Software sehr gut anpassbar ist und das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Bei vielen Mikrofonen gibt es das einfach nicht. Außerdem ist der Preis okay, ihr bekommt es mittlerweile schon zwischen 75 und 95 Euro, also ich sag mal im normalen Preisbereich von Mikrofonen dieser Qualität. Was ich nicht so schön finde, ist halt einfach die fehlende Entkopplung. Also praktischer wäre es wirklich an einem Mikrofonarm oder praktischer wäre halt einfach, wenn eine Entkopplung verbaut wäre. Vielleicht beim nächsten Mikrofon von JBL ist das etwas besser gelöst, denn man kann nicht irgendwie eine Spinne dazu kaufen und selbst eine kleine Entkopplung außerhalb wäre sicher möglich gewesen. Ich weiß nur nicht, ob das dann den Preis unnötig nach oben drücken würde. Das war's von mir und diesem Mikrofon. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte wie immer in den Kommentarbereich. Und natürlich gibt's auch wieder einen Testbericht zu diesem Mikrofon und vielen anderen Produkten natürlich auf der Webseite von Play Experience. Schaut rein, lasst einen Kommentar da und mir dürft ihr gerne auch kommentieren, liken und dies, das. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.